Ey, ich würde selber lachen, ne? Twitch war Gaming-Ableber von Justin TV. Ich habe einen Router hinter mir mit mobilen Daten, genau. Ja, guck mal, wir müssen selbst hier. Ich würde nicht rumkommen, Chef. Ich muss hier jetzt eine Schleife fahren. Ich hätte einen ganzen Teil von mehreren Quadratmetern nicht weggekriegt. Und nix, mein Lieber. Vielen lieben Dank auch an dich für den Zapf. Dankeschön. Geht's euch gut? Hello back from Germany. Hier jetzt eigentlich das gleiche. Hier tricksen wir es jetzt aber aus. Ich fahre jetzt nicht hier rein, Chat, sondern fahre in die nächste. Du musst es beim nächsten Mal nur wissen, dass du es gemacht hast, weil sonst machst du dir doppelte Einfahrten und Schlenker. Hier tricksen wir es ein bisschen aus. Dann haben wir da oben aber gleichzeitig auch zwei Kurven, oder wir machen es ganz anders, zeige ich euch mal gleich. Hier tricksen wir jetzt ein bisschen. Ich fahre jetzt hier rein, lass eine frei. Die von Yale, Absolventen Kevin, Justin Kahn, sich 24 Stunden live im Internet zu zeigen. Okay, wusste ich nicht. Ich kenne die Geschichte von Twitch nicht, ehrlich gesagt. Warum Aktion Tempomat rausgeht, wenn man die Fahrtrichtung wechselt. Warte mal, nochmal. Weißt du, warum beim Aktien der Tempomat ausgeht, wenn man die Fahrtrichtung wechselt? Bin heute mal okay. Das heißt, wenn du rückwärts fährst, ist doch normal, dass der rausgeht, oder? Weil du halt einmal kurz stoppst. Meinst du das so? Drehkick? Also das heißt, es ist ja klar, wenn ich jetzt in die andere Richtung fahre, dann stoppe ich kurz und muss ein Tempomat reinmachen. Du kannst rückwärts, aber auch Tempomat fahren. Auch rückwärts. Kannst du dir einstellen. Nur auf dem Feld muss man noch blinken. Nee. Du brauchst nicht mal einen Führerschein hier. Solange du nicht auf die Straße fährst. So, jetzt tricksen wir einmal. Ist zwar ein Umweg jetzt, Chat. Aber wir fahren uns dann nichts kaputt mehr. Musst du halt nur wissen, dadurch, dass ich meistens Spritze fahre, werde ich das beim nächsten Mal halt genauso machen wieder. Ne? Kacke, dachte, hier ist ein Kreis, Chat. Ey, wir müssen ganz schön Umweg fahren. Ich dachte, hier kommt der Kreis jetzt, wo ich durchfahren kann. Okay, hier ist ein ganz schöner Umweg, Chat. Jetzt ist es so. Ich dachte, hier kommt der Kreis. Na gut. Wir fahren uns aber nichts kaputt, seht das so. An sich ist es entspannt, so mit der Arbeit ist mega entspannt. Ich habe die immer an. Zapfwelle läuft die ganze Zeit mit gerade. Ich habe die auf 540 Eco laufen. Dann musst du die von der Drehzahl nicht so hoch. Achtung, Rehe kreuzen. Safety first. Rehe bitte. Ja, ist wie das ist, ne? Wir fahren hier gleich nochmal lang, nicht wundern. Wenn wir raus wollen zum Feld, machen wir das gleich jetzt nochmal. Ja, nur noch 700. Na, wir fahren gleich nachfüllen, wie ich es gesagt habe. Wir haben hier 45 Hektar auf dem Feld und für 48 Hektar eingemischt. Ich habe gesagt plus minus. Vor allem kommt irgendwann so ab 200 Liter der Punkt, wo der Druck kaum noch hält. Weil einfach zu wenig unten drin ist. 200, 150 Liter, glaube ich, waren das. Sie sehen, wie Kornkreise entsteht. So könnte ich mir einen Schnitzel mit Pommes vom Stall. Hunger, Stefan, Alter. Ich habe heute zu Hause noch so ein bisschen was von dem Lammkarree übrig. Das sagt er jetzt beim nächsten Mal, spritzen einfach einen Kreis rein.
Auch schon passiert, McLaurin, ohne Scheiß, Alter. Ja, guck mal hier, hast du zwei nebeneinander, hast du gar nichts gewonnen. Ich meine, wenn ich Wendeschaltung auf vorwärts habe, Mittelgang, Tempomat, zum Beispiel 10 km, dann kommen am Vorgewende, hebt meine Maschine hinten aus, per Wendeschaltung zurück. Nein, Tempomat bleibt drin. Also dann ist irgendwas komisch bei dir. Du meinst von Stufe zu Stufe denn, ne? Nee, der bleibt bei mir drin. Mach ich ja beim Drillen zum Beispiel, dann nutze ich es ja genauso wie du. Da ist ja das Gleiche und da bleibt der Tempomat komplett drin. Dann ist vielleicht irgendwo eine Haareinstellungssache oder so. Also ist der einmal drin, geht der nur aus, wenn ich bremse oder zu lange auf der Kupplung bin, dass ich zu langsam werde, wenn ich 0,4 km/h fahre oder so. Ich finde den Kreuzhebel, den hier, den finde ich super, den C-Motion-Griff. Oder meinst du den hier? Der ist auch geil. Der ist halt jetzt auf Schwimmstellung gestellt für meine hintere Achse. Die hat Einzeldüsenschaltung, Jonas, ja, hat sie. Ausbringmenge haut hin, Chat, Alter. Einmal Clap für BLT Brandenburg. Mein Händler hat es geschafft, Chat. Der hat die wieder richtig eingestellt. Da freut man sich, weil dann weißt du, dass du genug Mittel und nicht zu wenig und nicht zu viel ausbringst. Das sieht gut aus, Chat. Ja, bei den besten Händlern in ganz Deutschland, ne? Alles andere ist auch gut. What promised us? Was heißt ein Gerste auf Englisch, Chat? Was war nochmal Schwimmstellung? Dauerhafter Öl. Also du hast dauerhafter eine Schwimmstellung sozusagen. Du gibst keinen Druck rein in eine Richtung sozusagen. Wenn ich jetzt Druck drauf gebe, geht es starr. Dann ist halt fester Druck drauf. So ist es drucklos. So, letzte Bahn, Chat. Ausbringmenge haut hin. Absolut. Barley, my friend. Ihr habt es mir schon 10-mal geschrieben, ich werde noch 10-mal fragen. Ne? Mich gestört hat, ansonsten echt geile Maschine, die 12 Stunden Arbeit ging. Dann spiel schnell. Glaube ich, ich fahre sie gerne, die Klaas-Dinger. Die können mit jedem anderen mithalten, mittlerweile. Außer Kabine, bin ich ehrlich, Kabine ist nicht so geil. Können größer sein, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, die können wieder, ich finde, die könnten zur luftgefederten Kabine zurück. Nicht auf gegen ihre starren Federn da, sondern luftgefedert. Ich glaube, dann wäre es 1000-mal geiler hier drin. Drei Hektar. Passt. Circa. Ja, passt. Ausbringmenge ist gut. Ich wundere, jetzt schwankt es ein bisschen. Jetzt schwappt es ein bisschen. Fertig. Chat. Feld ist fertig. Einmal nochmal für euch. Wir haben jetzt in ein paar Minuten, weiß nicht, wie lange sind wir jetzt dabei heute, wir haben jetzt ein bisschen über, sagen wir mal, 2 Stunden für das Feld gebraucht, für 45 Hektar. Geil, oder? Geil, richtig geil, fertig. Wir klappen wirklich ein. Könnte man machen, Surfclub. Ja, der Frau geht's gut. Ich habe eine Donation gekriegt, Chat. Warum habt ihr nicht Bescheid gesagt? Hill, bist du noch da? Chat, bitte, bitte, bitte bei Donations Bescheid sagen. Ich krieg kein akustisches Signal. Hill, ich hoffe, du bist noch da. Dankeschön für den 10er Support. Your local Pharma läuft bei dir. Danke, danke, danke für 10 Euro. Bitte Bescheid sagen. Donations ist das Einzige, was ich nicht mitbekomme. Es wird mir nicht angezeigt hier. Wir klappen mal hin, ja. Erstmal sperren wir sozusagen das Gestänge, dass es nicht mehr nach links oder rechts wegdriften kann. Weil die nicht mehr sichtbar sind. Okay, sorry. Ich hoffe, ihr ist noch da. Wenn nicht, müssen wir eine Nachricht schreiben hinterher. Ich kann die nur auf einer Seite klappen, ja. Geht, Jens. Feierabend? Nein, wir füllen nochmal nach. Es gibt kein Doni-Emote, okay. Eigentlich gab es eins. Also eigentlich schon. Ah, Hill, vielen lieben Dank, ey. Das ist mir so unangenehm, ne, sowas. Macht man einfach nicht. Wartet mal. Klappen wir zusammen, ne? Eigentlich gab es mal eins. Keine Ahnung, was denn das ist. Nee, Fischer, wir fahren und füllen nach jetzt noch einmal.
bei euch ist Regenschicht. Macht einen Bauernsonntag, einen richtigen. Eigentlich ist ein Bauernsonntag in der Woche, ne? Macht Sonntag einfach. Wir machen noch eine. Was war am Hamba? Welcher Platz ist René geworden, Indy? Ich hatte davor eine Inuma Marathon, 12.000 Liter, 36 Meter. Starflash, vielen lieben Dank für 100 Bits, Dankeschön. Also von der Größe her, vom Tank her, sogar ein paar Liter mehr gingen da rein, hatten wir die gleiche Spritze. Er hat gewonnen. Er ist halt der Beste, ne? René ist halt der Beste. Nein, hinten ist eine GoPro Hero 7 und vorne eine 8er. 8er wegen dem besseren Mikrofon, weißt du? 10 und 25 Subs nicht. Ach, komisch, ne? Ne, dieses Ding oben habe ich absichtlich weggenommen, aber die Alerts sollten eigentlich da sein, wenn Subs und Follows kommen und alles. Die Alerts sollten eigentlich da sein. Jo, bis später, Philipp. So, jetzt hat er verriegelt, Hinweis, Section Control wurde deaktiviert, das heißt, auf der Straße und nicht losspritzen, das wird alles deaktiviert und wir fahren raus. Indy, auch an dich noch vielen lieben Dank für 33 Bits. Halt auch diese Fahrgassenschaltung. Was ich mit der Drille immer mache, mit der halben, ist, dass ich hier schon so eine Fahrgasse habe. Ne? Spart halt enorm. Überleg mal bei 10 Hektar außenrum, was das schon spart. Ne? Nee, ich habe nur die GoPro und dieses Media Mod, da ist ein Mikrofon mit drin. Aber kein extra Mikrofon hier angeklemmt, nein. Ihr sucht euch halt wie in so einem Irrgarten den Weg nach draußen. Ne? Ihr wollt halt jetzt auch nicht kreuz und quer übers Feld fahren, deswegen fahren wir gerade so komisch. Ja, René Rast muss eigentlich nochmal kommen hier, ne? Wollen wir den mal einladen? Der mal richtig hier richtige Maschinen fährt. Und dafür muss er mich aber mal mit seinem Audi fahren lassen. Aber wenigstens mal Beifahrer, hätte ich mega Bock drauf. Ich glaube, ich kotze im Strahl, Alter. Was waren die Aussagen? Oh fuck. Ich muss mal ganz kurz hier gucken. Aussagen-Dinge bei der ersten. Du stellst die Fragen, Alter. Weiß ich nicht mehr. Muss ich ins Buch gucken, ist aufgeschrieben. Habe ich schon wieder vergessen. Weiß es noch einer aus dem Chat? 138 Kilo? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann die Einblendung wegmachen, klar. In der Fahrt brauchen wir das Ding nicht. Auch wenn ich selbst nicht liegen wie ein Spritmangel. Ich spritze gegen Gräser und Kräuter. Mach mal Ausrufezeichen. PSM was, ja. Da ist ein Link direkt. Könnt ihr selber nachgucken, gegen was alles. Dieses, wie heißt das, Broadcast ist halt ein neueres Mittel. Hauptsächlich bei uns gegen Windhalm. Der Rest ist halt gegen Kornblume, Disteln, Kamille. Spritzt gegen ein breites Spektrum hier. Alles, was deiner Kulturpflanze schaden könnte, sozusagen. Die bleibt nicht drinnen, nein. Aber ich habe noch 200 Hektar vor mir. Also baue ich das Ding nicht aus, Chat. Deswegen ist es drin. Hast du schon aufgefüllt? Ne, wir fahren jetzt hin. Wir machen 10.600 Liter rein insgesamt. Das heißt, wir müssen uns gleich die 600 merken. Wenn wir gleich ruhig stehen, wir bleiben jetzt einmal nochmal gerade hier stehen gleich und merken uns die Zahl, die da steht. Das müssen wir runterrechnen. Hier ist es ziemlich gerade, würde ich jetzt sagen.
Jetzt schwappt es natürlich. Einmal ganz kurz ruhig. Es müssten um die 600 Liter gewesen sein. Halt, schwappt halt mega, ne? Geh mal bei 600, sind wir da fein, ja, ne? Achso, ihr könnt es gar nicht sehen, ne? Da, 600 Liter. Wir machen 10.600, dann kann ich für 50 Hektar einmischen. Ich muss dran denken, ich habe eine Restmenge, ne? Das heißt, wir können dann für 50 glatt einmischen. Ich benutze von dem Trimmerzeug da drin 30 Gramm pro Hektar. Ja, so viel pro Hektar. Und von dem anderen mache ich 0,5. Die Ausbringmengen. Das heißt, ich mache auf 10.000 Quadratmeter 30 Gramm von dem einen Mittel und 500 Milliliter von dem anderen. Der Rest ist alles Wasser. Der Rest ist Wasser. Für die, die es noch nicht wussten, das ist nicht alles Pflanzenschutzmittel. Achso, wir können 40 fahren. Ich weiß gar nicht, warum wir so langsam hergekommen sind. Ne? Schnell anschnallen, bitte. Weizen ist auch aufgelaufen. Erste Feld mit der Amazone Cirrus. Da habe ich es ein bisschen tiefer noch gelegt. Da hatte ich es noch nicht eingestellt, richtig. Kommt Reihe für Reihe. Hier links. Rechts ist der Raps. Hier vorne ist er super. Im Feld ist der Blend. Hier vorne habe ich ein paar Lücken. Muss ich sagen. Ja, so ein Wanderschaft hier. Ich ja Fukuhila, Chat. Fukuhila. Auch mal am Wochenende arbeiten. Ja klar, Tom. Wenn das Wetter das zulässt und es in der Woche scheiße regnet, also wenn es regnet, ja, dann habe ich in der Woche frei und gehe dafür am Wochenende arbeiten. Geschwindigkeitsrausch, ja. Ja, machen wir noch eine. 16 Uhr. Für die werden wir ein bisschen länger brauchen. Wir müssen auf mehrere Felder jetzt fahren. Das ist nicht so schön groß. Da werden wir ein bisschen länger brauchen jetzt. Ich denke, wir sind in 3,5 Stunden ab. Losfahren vom Betrieb gleich. 3,5 Stunden sind wir durch. Danach. Circa. Also wir werden vielleicht die Beleuchtung noch sehen. Ist das vorne von der Vorweine angeschossen worden. Ich komme aus der Nähe von Berlin. Ein Landwirt in der Umgebung sagt, dass Glas so ab 7.500 bis 8.000 den Geist aufgeben. So lang fahren wir die nicht. Den letzten haben wir 8.2 abgegeben. Du kannst sie aber weitaus länger fahren. Weitaus länger. Darf ich wieder zur Schule. Du tust mir aber leid, mein Lieber. Oh, ey. Da muss er durch, ne? Da mussten wir alle irgendwann mal durch. So, wir fahren jetzt an den Rand, dann haben wir kurz Stillstand erstmal. 10.000 Liter ist ein Pool, glaube ich, ein kleiner. Das dauert eine Weile, ne? Einen wunderschönen guten Tag, Smarty. Alles gut? Ich habe Ferien. Kannst du morgen zuschauen? Patte, vielen lieben Dank für den zweiten Monat. Sub, Dankeschön. Danke, danke. Für Wasserkosten. Oh, es geht. Eclipse, wir zahlen kein Abwasser. Ne? Das ist halt das Gute. So viel ist es gar nicht. Müsste ich reingucken im Büro. Kann ich dir morgen sagen. Kann ich dir morgen sagen. So viel ist es aber gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe Arbeit. Ich auch. Hallo Feng. Schon amtlicher Pool. Ich weiß nicht, was die so drin haben. Die, so ein Wellblechpool zum Beispiel. Schon mal raus. Freut mich, Jesse. Mit dem Ding haben.
ja. Bisschen langsam hier mit der Runde. Rechts, den seht ihr auf dem Rückweg oder wenn man. Nein, Chat, ich hab's vergessen. Wir kriegen hier gar kein Wasser. Oh, ich Idiot. Wir kriegen hier kein Wasser. Auf der Baustelle. Komm ich da ran? Fuck. Ach, leck's mir am Arsch. Ich hab's vergessen. Nee, 11.200. Ja, ich wollte den eigentlich da nicht auf den Sonntag auf den Sack gehen, da müssen sie durch, ne? Dann halt. Wir müssen ja zum Glück auf keine Drehzahl fahren, wir haben den in uns Standgas. Wir müssen direkt vom Betrieb halt ziehen. Ne? Komme ich da noch ran, Alter? Hier wäre geiler, bin ich ehrlich. Da stehen wir auch nicht so schräg hier. Ne? Aber wollen wir es probieren? Nee, Standrohr habe ich extra eingepackt vorhin, weil ich nicht wusste, ob wir noch ein. Ich glaube, da hat keiner was dagegen, dass ich mir diese Barke hier mal kurz, dieses Ding mal zur Seite nehme, oder? Shit, dann können wir hier ziehen. Dann bleiben wir hier jetzt stehen. Müssen sie halt rechts vorbei, notfalls. Ich komme da ran. Die Autos kommen vorbei, notfalls. Traktoren auch, fällt es frei. Wir gehen auf Befüllen schon mal. Ich gebe ein, wir wollen jetzt, guck mal, vorhin wollte ich 9,6 haben, ich will jetzt 10.600 haben. Ich muss für 50 dann einmischen. Was macht der da, Alter? Sorry. So. Dann haben wir, guck mal, wir haben jetzt glatt 600 im Stand. Dann haben wir für 53 Hektar Spritzmittel drin. Mal ziehen wir kurz 160.000 Liter, ne? Tschüss, Leute. Tschüss. Thank you.
eine Schraube los, ist schön. Mal beobachten. Mal mit Bremsenreiniger sauber machen. Bollywood, vielen, vielen lieben Dank für den Sub, Mr. Bias, Dankeschön für den dritten Monat, moin moin. Jetzt heißt es rum, so zu warten, ne? Ja, der Motor muss laufen. Lange braucht er nicht, er hat einen C-Anschluss, ja, du hast hier kaum Druck, ne? Du bist hinter dem Dorf sozusagen dran, der allerletzte Anschluss hier hinten. Also wir stehen jetzt für 10.000 Liter, circa 30 Minuten. Circa. Wir haben jetzt 1200 drin. Wollen wir die Sicht oder soll ich die andere? Oh, warte mal, ich mach mal so, ihr könnt damit zugucken. Da seht das. Kannst du einblenden? Ja. Da. Da seht ihr. So Lebenslauf geschrieben. Ich habe alles aufgedreht. Überall, ja klar. Vollen Hafer. Und vorher habt ihr die braune Suppe. Das sehen. Ich habe ja rausgelassen vorher. Bevor euch die Spritze füllt, den ersten Schluck, deswegen ging das Wasser daneben, kippt den raus. Das ist meistens irgendwelche Rotze, abgelagerter Mist. Hinterher könnt ihr die Filter sauber machen, sonst bezahlt das Wasser eigentlich. Na, was meinst du, wer das Standrohr gemietet hat und da eine Wasseruhr dran hat? Ich darf hier in drei Gemeinden, also überall hier im Umkreis von, weiß ich nicht, 15 Kilometer kann ich Wasser ziehen. Kaffeeklatsch ist so neu. Immerhin füllt er schnell auf, wenn er sich leert, ja. Und danach müssen wir aber schnell in den Betrieb fahren und da fülle ich das Mittelschnell ein. Immer spülen mal. Ja, es war absolut braun. Der erste Schluck, ich habe es glaube ich nicht gesehen, er war absolut braun, ne? Ja, erzeuge ich, Zöli. Wenn ich hier oben Wasser ziehe, dann unser Betrieb hängt ja auch mit dran, ne? Dann hast du Probleme, dir die Hände zu waschen. Also wenn ich hier oben dran sitze, dann hat einer ja, Probleme, der sich gerade eingesaut hat nach dem Kacken. Rostschmutzabsetzung, ja. Sand auch so von oben, was da so. Ist ja nicht alles dicht, das ist so ein kleiner Metalldeckel ohne Dichtung, ohne alles, der da drauf liegt, ne? Janni, der wird jeden Abend eingeschlossen. Das heißt, wenn ich jetzt Spritzen fahre, habe ich den ja drin in der Spritze. Zum Feierabend, wenn ich Kamera noch anhaben werde, wirst du sehen, ich werde den einschließen. Das ist ganz, ganz wichtig. Den darf kein anderer an der Hand kriegen, ehrlich gesagt. Wird bei der Feuerwehr genauso gemacht, ja. Bei der Feuerwehr auch, sonst den Schlauch voll. Und ich hau mir die Filter voll. Ich habe das einmal gemacht, im ersten Jahr habe ich mir alle Filter voll geklatscht. Ist nicht geil. Ja, wir haben halt noch einen anderen Hydranten, aber ich kann euch sagen, da war ich mit dem Stream vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten. Da hat sich in diesem Hydranten unten drin, da machst du ja auf, da ist ja so eine kleine Hohlkammer und dann kommt ja erst dieses Rohr und so, ne? Da hat sich ein Ameisennest gebaut. Da war ich weg, ne? Der wird so oft benutzt. Vor ein paar Monaten. Gleichzeitig ist irgendein Tier gestorben, ne? Es hat nach Verwesung gerochen. Ich mag diesen Hydranten hier und keinen anderen, Alter. Ist aber so, ja, das ist eine Fehl. Keine Ahnung. Also, ist hier die, also wir sind ja genau hier dran. Ne? Unser Betrieb ist direkt vor der Tür hier geradezu. Wir haben kein Wasser mehr dann. Ja. Und ich kann dir sagen, dass ich hier an dem Hydranten ziehen drei Betriebe insgesamt hier in der Nähe. Eine Dammann-Spritze, ein Selbstfahrer zieht ja auch noch. Ehrlich gesagt, Trinkspiel Higgs. Klappe Alex, oder? Gerade unter der Dusche stehst, nur ein Zehntel Wasser kommt. Deswegen bin ich ja jetzt hier, Sonntagabend wird geduscht oder gebadet bei uns. Also die Kids immer Sonntag und Mittwoch. Auch wenn du einen Wasserrohrbruch hast und die an der Straße die Leitung zumachen. Ja, erstmal braune Brühe, ja. Auch wenn sie spülen, Eclipse. Bei uns zu Hause, da spülen sie des Öfteren. Da waren vor ein paar Jahren, ist es jetzt, Kolibakterien gefunden, da haben sie alles gespült. Ne? Die erste Suppe war widerlich, die da drin war. Feuerwehr mal Rückläufer, dass kein Spritzwasser zurückkommt. Ersten Schwung sowieso rauslassen, sonst kann es Probleme für Verunreinigung im Wassersystem kommen, weil der direkt dann zurück ins System gedrückt wird, okay? Ja, ihr werdet sehen, ich werde immer den ersten Schwung runterlassen. Das noch reinkommt, das, wir haben einen Tresor. Wir haben einen Pflanzen. Tresor in der Firma, der ist begehbar, sogar so groß ist der, kannst du reinlaufen.
Und darunter ist sozusagen eine Wanne. Das heißt, wenn mal einer, ich habe noch nie erlebt, dass ein Kanister undicht war oder irgendwas, ehrlich gesagt, aber kann ja vorkommen, dann muss die Wanne genauso groß sein, um das aufzuhalten. Da, das haben wir im Betrieb und eingeschlossen ist es auch noch. Das ist ein 39er, ja. Und dahinter ist eine Lemken Solitär. Levi, rein theoretisch ja, aber man trinkt nicht, wenn man fährt. Nee, Selbstfahrer lohnt sich nicht. Der steht in der, im Frühjahr eh rum hier, weißt du? Der steht eh rum. Indy, der wird reingegeben und dann wird gerührt und gerührt und gerührt. Eigentlich machst du bei 2/3 füllst du ein, aber ich werde mich hier nicht hinstellen und das einfüllen. Ich habe keine Schutzausrüstung mit nix. Ich mag das auch nicht an der Straße, Pflanzenschutzmittel reinzumachen, ehrlich gesagt. Macht man auch nicht, ehrlich gesagt. Machst du auf dem Hof oder auf dem Acker, ja, aber nicht hier mitten an der Straße. Wir lassen jetzt alles rein und dann lassen wir ihn rühren. Es wird dann direkt in den Tank gegeben und gerührt, ja. Aber dauerhaft gemischt, denn wenn ich den anhabe, das Rührwerk, dann wird er auch schon mischen während der Fahrt, Indy. Das geht auch. Wofür braucht man einen Selbstfahrer? Wenn du 3000 Hektar hast, könntest du reiner Ackerbau, kannst du überlegen, dir so ein Ding zu holen. Weil dann bist du rund um die Uhr am Spritzen, ne? Ihr habt das nur in so einer Tour. Wir haben einen Tresor. Den habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, oder, Chat? Dieser Metallpanzer. Nee, der rührt. Du hast doch ein dauerhaftes Rührwerk drin, weil selbst ansonsten, wenn du keine Rührung drin hättest, auch beim Spritzen, guck mal, bei 50 Hektar in 2 Stunden setzt sich das ab. Ich habe ein Rührwerk drin, was je nachdem, wie voll die Spritze ist, hat es eine Automatik drin und rührt mehr oder weniger. Wenn halt weniger drin ist, wird auch weniger rühren. Wenn viel drin ist, rührt er. Ne? Selbstfahrer ist sozusagen eine Spritze mit Motor, ohne Traktor davor. Hast du mal gezeigt? Spätestens Kopfsteinpflaster mischt sich das. Das ist nicht so ein Durchmischen da, finde ich. Wie gesagt, du hast da so ein richtiges Rührwerk drin. Wieso muss das in einen Tresor? Weil es teuer ist. Und zweitens, wie gesagt, wenn es ausläuft, ehrlich gesagt, auch bei dem Handel, wo wir es kaufen, ist es in einem Tresor, in einem großen. Der ist aber riesig, der ist noch mehr begehbar. Und das Zeug ist schweineteuer, ne? Darfst du nicht vergessen. Erstmal ist es teuer und zweitens könnte es auslaufen und unten drunter, unterm Tresor, ist eine Wanne. Wir haben keine Tiere, Andi. Deswegen auch keine Gülle. Dann ging es etwa so weit, dass die Spritze stand war an einem B-Anschluss. Müssen wir uns jetzt, Nick, im Winter flicken. Weil an sich, ich habe ja Adapter dran, was totaler Schwachsinn ist, ne? Da basteln wir uns, Nick, im Winter was. Das wird kommen jetzt. Ich weiß. Das kostet ein Kilo von dem Zeug. Ich weiß, das hat Vater jetzt eingekauft. Ich glaube, das, was ich geholt hätte, wären 26 Euro pro Liter gewesen. Das kommt noch dazu. Aber der Dünger ist nicht in. Also hier bei den Handel ringsum, der Dünger ist nicht in dem Tresor. Die sind zwar in abgeschlossenen Hallen, aber da ist es kein. Nur das Pflanzenschutzmittel. Ich arbeite auch im Winter, ja. Bei der Füllung kommen. Was habe ich reingemacht? 24 Liter von dem Zeug und 30 Gramm noch, also 1,44 Kilo von dem anderen Zeug. Wie letztens? Nee, ganz anderes. Wenn ich das vom letzten Mal Killerzeugs heute spritzen würde, würde ich mein ganzes Getreide tot machen. Weil wir waren im Raps und haben gegen Ausfallgetreide gespritzt. Hätte ich das jetzt gespritzt, hätte ich das ganze Feld vernichtet. Deswegen haben wir es auch gespritzt, denn, weißt du? Auch am Sonntag fleißig, ja. Wir müssen ins Internet. Ich weiß nicht, was für welchen Preis er das eingekauft hat, ehrlich gesagt. Können wir mal ganz kurz gucken. Ohne Rabatt kann ich euch den nennen wahrscheinlich. Vertreiben die gar nicht. Wahrscheinlich Exklusivrechte.
Kann ich euch nicht sagen, muss ich reingucken. Was sind deine Arbeitszeiten unterschiedlich? Klar darfst du das annehmen. Ich kann dir sagen, das bleibt den Betrieben hier in der Gegend mit Ackerbau nichts anderes übrig. Wie reinigst du die Spritze von den Agroclean? Wasser. Viel Wasser. Ich mache dann 2000 Liter rein und fahre die halt, lass die halt ordentlich drinnen. Die haben sieben Düsen sind es insgesamt und lass die komplett einmal innen drin spülen mit dem Spülprogramm. Komplett. Wie viel Liter fasst die Spritze? 11.200. Auf Amazon bekommst du das? Nee. Davor die Jahre haben wir auch mit festen Dünger gearbeitet. Letztes Jahr haben wir günstig AL und Alzon eingekauft. Wie viel Liter? 11.000. Moin aus Hamburg, moin zurück. Damian fragt mal in Rumänien nach. In Deutschland reicht's für so einen Hof hier nicht. 100.000? Für 100.000 kriegst du einen halben Traktor, Digga. Also das ist nicht doll, Damian. Da wirst du nicht viel reißen. Da kriegst du einen halben Traktor. Für 100.000 kriegst du eine Sämaschine. Ohne Traktor. Safe kriegst du es für 1 Euro auf Wisch. Alibaba höchstens. Ja, Nachbarn ihre Wiese kaputt gemacht. Unkrautmittel für Wege. Auch Grüße dich über Rasen verteilt, ja. Vater damals auch. Unkrautvernichter und ist durch seinen Rasen gelaufen, war mit den Füßen aber vorher auf dem Acker und hast du die Fußabdrücke auf seiner Wiese, auf seinen Rasen gesehen. Kein Praktikum, nein. Schön Schlepper, danke schön, Bad. Wir müssen halt warten, wir haben jetzt die Hälfte drin, ne, Chat? Es dauert halt ewig hier. Eigentlich arbeiten wir meistens mit einem Wasserwagen in der Woche zum Beispiel. Warte mal kurz. Der Pferdebetrieb.
scheitert, noch langsamer Chef. Ah. Ja, Pferdebetrieb hier im Dorf. Wir haben hier im Dorf nochmal einen Pferdebetrieb. Also es ist nicht der, wo wir die Grünlandflächen haben. Bautz, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Dankeschön. Wir haben noch einen Pferdebetrieb hier. Ich hab Mutz, ja. Was ist los? Ist schon wieder so weit hier im Schild. Hast du ein neues GPS? Nee, das fahre ich jetzt schon seitdem ich einen Traktor habe. Ne? Wir tanken Wasser, ja. Reines Wasser gratis. 10.000 Liter, dann kommen wir auf 10.600 gleich. Ja, ist gut, war nur eine Frage. Blue Magic, vielen, vielen lieben Dank für den 7. Monat. Wir haben einen kleinen Sonntagsschnack. Den ist seine Drille kaputt gegangen. Ich glaube, der hat eine 3 oder 4 Meter Drille, glaube ich. Fabrikat weiß ich gar nicht. Und die ist jetzt auch kaputt gegangen im Roggen. Ihr wollt noch ein bisschen Roggen sehen. Klares, kaltes Wasser. Das gleiche, was ihr aus der Leitung habt, habe ich da hinten drinnen. Das ist 1:1 das gleiche. Und für Wasser tanken, Pflanzenschutzmittel wirst du nicht pur auf den Acker bringen. Erstens kannst du nichts bezahlen und zweitens machst du alles kaputt. Es wird alles gemischt, alles gestreckt. Ne, es sind keine ein. Das ist der Ölkreislauf, den du da hörst hinten. Das ist das Öl hinten. Das ist nichts mit, hat nichts mit der Drehzahl zu tun. Er spielt mit dem Ölkreislauf. Keine Ahnung, was er da macht gerade. Das ist halt langweilig hier, ne? Der kostet halt auch Zeit. Wir müssen jetzt noch einen Betrieb aufschließen. Dann fahren wir nochmal raus. Fahren wir bei Jens vorbei, Chat. Also wir werden ihn nicht mehr sehen. Er ist von der Straße zu weit weg. Ich trage eine Oakley, weiß gar nicht mehr, eine Oakley Hyperlink Zatar Grey Smoke, aber ich brauche neue Gläser, die sind mega zerkratzt, verdünnen, danke, für eine Tonne Weizen kommt auf den Preis drauf an, ehrlich gesagt. Kann ich den aktuellen gar nicht nennen, zur Ernte hätte ich den nennen können. Wasser ist Transportmittel, ja. Elektrisches Tor, ja, aber es ist zu teuer, Haschni. Sehe ich nicht ein. Hast du keinen C-Schlauch anschauen? Doch, das ist ein C-Schlauch, was ich dran habe, ne? Aber du bist hier am letzten Ende und hier ist wenig Druck, sagen wir es mal so. Ich habe einen Schlüssel dabei. Ja, ich habe einen Schlüssel dabei. Fuhrpark auf der Wiese würdest du auch nehmen, ja, ne? Da steht noch ein Skorpion. Da irgendein Traktor, ne? Ich weiß nicht, was die dahinter noch stehen haben. Ich glaube, noch ein Glas. Kann er auch morgen machen. Ich halte ihn nicht ab. Er möchte fertig werden damit, Corby. Ich halte ihn nicht ab. Sonntag arbeiten. Alles gut. Hat keine Bedeutung, nein. Ich weiß, bauen wir alles um, Crackbone. Bauen wir alles um im Winter. Wird aber nichts dran ändern, denke ich, dass da zu wenig Druck kommt. Warum holst du nicht Wasser zu Hause? Wie soll ich zu Hause Wasser holen? Chat. Die haben mal probiert, einen Brunnen bei uns zu bohren, das haben sie aufgegeben. Da war zu wenig Wasser zu finden. Deswegen ziehen wir es halt mit dem Hydranten. Pro Tonne Weizen. 140 Brotweizen. Ist er nochmal gesunken. Ich glaube, der war bei 146 bei Ernte. Nee, mehr sogar, über 150 war der. So, bei 9,5 oder so gehe ich raus. Dann kann ich schon mal langsam zudrehen, dann hast du nicht am Ende so viel Druck auf den Schlauch. Hört sich absolut falsch an. Chat, ja, ist aber so. Es gibt heute Sonntagszuschlag, Freizwerk, gerne. Ja, klar, aber wenn er fertig werden will, ist doch eine gute Sache. Dann kann er auch gerne sonntags arbeiten. Das ist halt egal. Wassertank zu Hause ist immer voll Spritze abdeckt.
Wir haben einen Fass da mit 9600 Liter, deswegen hatte ich 9,6 vorhin drin. Ne? Aber ob ich jetzt das hier rausschleppe und das befülle oder jetzt gleich in die Drille 10.000 Liter reinmache, dann nehme ich lieber die. Ne? In einer Woche fahre ich auf den Hof, weil wenn der Jörg drin ist, dann fährt er immer mit dem Wasserwagen her, zieht es hier und ich ziehe es mir mit so einem Schlauch aus dem Wasserwagen in 10 Minuten. Ne? Das ist das Maßlied. Also wenn jemand auf dem Hof ist, der mir Wasser holen kann, machen wir es, aber ich bin gerade auf den Sonntag alleine unterwegs, das ziehe ich mir selber. Zahlst du dir eigentlich Gehalt aus? Ich zahle mir ein Gehalt, ja klar. Wie weniger Druck auf den Schlauch ist. Ja. Spritze nicht in der Drille. Ich drille gesagt. Habe ich mir immer noch nicht angehört, Dominik, nein. Aber wenn man das Gefühl zum Ende hin dauert es noch länger, ne? Die Antwort der Frau mal ganz schnell. Spazieren im Wald. Ich wollte dir das Foto vom Feld schicken, ne? Aber ich muss gleich raus. Mars fliegen. Ich muss gleich raus. Hallo Müller, na wenn es so einfach wäre, ne? Wenn es so einfach wäre. Warte mal, wir wollen ja 10,6 haben. Ich kann bei 10.000 aussteigen, Chat. Ich kann bei 10.000 raus, das reicht auch vollkommen. Wir wollen ja 10.600 haben durch die 600, die wir drin haben. Ich sage euch jetzt mal zwei Zahlen, vielleicht merkt sich die einer. Kilo und... Ja, hier kannst du Kopf rechnen. Und 25. 1,5 und 25. Die Liter kostet 0,2 Cent oder so. Ich weiß es selber nicht aus dem Kopf. Es ist nicht viel, was du dafür bezahlst. Abwasser ist teuer. Das haben wir aber nicht. Ich muss gestehen, schon lange bei dir einiger wenigen Partner, die nicht abgehoben rüberkommen. Dankeschön. Sind ja andere Partner abgehoben. Ich kenne auch einige, die sind nicht abgehoben, ehrlich gesagt. 1,5 Kilo Trimmer und 25 Broadcast. Auf 10.000 Liter, ja. Was ist mit den Zahlen? Das sind die Mengenangaben der Mittel, die ich gleich benutzen muss. Von dem Trimmer muss ich 1,5 Kilo nehmen, 30 Gramm pro Hektar. Und von dem Broadcast muss ich 25 Liter nehmen, 0,5 pro Hektar. Können wir mal 90er hören? Ja, können wir auch mal machen. Nach der Playlist, wenn die aus ist. Ja, ab zu Hause mit dem Geruch, Geschmackssinn, funktioniert das wirklich? Kenne ich nicht. Also ich nicht mehr, lol. Wann wird wieder gekocht? Haben wir heute schon. Heute gab es einen Kochstream. Chat, wer war mit dabei? Wir haben zwar eine kurze Pause danach gehabt, weil ich gegessen habe und dann rausgefahren bin, aber wir hatten einen Kochstream schon. Also sehr giftiges Pflanzenschutzmittel. Wenn du das trinkst, ist es nicht so gut. Sagen wir es mal so, Moritz. Steht aber auf der Verpackung groß drauf, bitte nicht trinken und bitte nicht einatmen. Aber wir verdünnen es ja, du musst es so sehen. Ich mache jetzt auf 10.000 Liter
1,5 Kilo von dem einen und 25 Liter von dem anderen. Du bist gleich voll, ich weiß, ich geh jetzt raus.
Nicht ganz zugekriegt, ne? So, Chat. Füllstand erreicht. Auf den Punkt, ne? Genau, surfen und ein neues Mittel einwerfen und dann auch eine Runde. Wir müssen sehr weit fahren bis dahin, Chat, leider. Sehr, sehr weit fahren. Mittel geht aber schnell jetzt. Ich brauche, weiß ich nicht, 10 Minuten mit Umziehen, mit Maske und alles. Mal pinkeln gehen. 19 bis 53. Zum Glück mit 40, ja. Wir müssen aber mit zu den weit entferntesten Feldern. Wie war das? 1,5 und 25, ne? Also, das musst du bei jedem, egal welchen Pflanzenschutzmittel. Selbst das Zeug, was du im Baumarkt kriegst, musst du eigentlich eine Maske aufsetzen, mein Lieber. Das ist kackegal. 1,5 und 25, ne? Das ist Vorschrift vom Gesetzgeber und ich geb euch einen Tipp, ihr macht es auch nicht ohne. Ihr macht es nicht ohne, wieder falsch, aber ist okay. Ihr kommt kurz im Pausebildschirm, ich ziehe mich schnell um, gehe schnell pinkeln. Ihr könnt euch ein schönes Lied anhören. Ich bin gleich wieder da, Schild, ja? Bis gleich. Genau, ihr kommt gleich im Pausebild. Ihr kennt doch den Gummi an.
sorry, Chat, Jens war da. Ich habe noch ein kurzes Gespräch mit Jens gehabt. Der John Deere hier hinten, da seht ihr da noch den Flug? Hinter der Spritze rechts ist Jens gerade auf den Hof gekommen. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert jetzt, aber ich denke, das war zu verkraften, oder? Für die meisten. Wir müssen jetzt nicht abschließen, Jens macht alles zu. Alter, war mir warm gerade, ne? Deswegen T-Shirt. Aber ich merke halt, dann bist du raus da. So warm ist das nämlich gar nicht eigentlich. Muss Lars viel kämpfen, der fährt im Standgas. Ich würde den sogar noch weiter von der Drehzahl runternehmen, wenn die Zapfwelle da zulassen würde. Das ist ein Spielzeug, so eine Spritze für ihn hinten. Ich habe einen Schlüssel mit, das kann ich. Ja, danke schön. Oh. So, trinken haben wir auch noch. Ich habe mir noch eine Flasche mitgenommen. Wir haben jetzt wir haben 53 Hektar jetzt drin, Chef. Oh, ja. Kurz ins Schwitzen gekommen, ne? Aber es ist heimtückisch, denn nasser Kopf, ne, vom Spritzen. Wegen Einfüllen, ganze Kack, hast ja auch ein paar Kanister, ne? Und dann ziehst du dich aus und im T-Shirt merkst du, oh, jetzt kriegst du Kopfschmerzen ganz schnell. Schlüssel hat er mit, Chat. Was hat's mit Angerkleid auf sich? Ich krieg die Gewürze von denen gesponsert. Und kann die euch mit gutem Gewissen vorstellen, mein Lieber. Ich mache nämlich viele Kochstreams auch. Also heute Vormittag war ein Kochstream. Ab 10 bis um 12 Uhr war Kochen heute. Deswegen Ankercoat. Außer mit seinem Ankercoat. Hast du einen Link, mein Lieber? Ja, Jens ist fertig mit Flügen. Chat, 2020 Flügen außer Einfeld, was ich mit euch noch mache. Ist aber soweit durch. So, die wesentlichen Flächen werden jetzt alle gegrubbert noch, die letzten. Hat der Jens das geschafft, ne, Chat? Wir müssen mal zusammenzählen, wie viel es insgesamt geworden ist. Müssen wir wirklich mal machen. Boah, die Sitzheizung ist noch an, ey. Jetzt blüht mir der Rücken hier. Wie viel Liter hast du mit? 10.600 Liter habe ich jetzt mit. Schwankt jetzt ein bisschen. In der Fahrt mache ich euch den Monitor mal aus, der bringt euch eh nichts. Den Klappen mal, beim Ausklappen mache ich euch wieder an. Private Paula, vielen, vielen, vielen lieben Dank für den vierten Monat. Dankeschön. So, wir fahren auf der Straße. Hebt euch die wichtigsten Fragen oder längere Fragen mal auf, bis wir da sind. Wir fahren jetzt eine Weile, ne? Wetter, sagt Jens auch. Schönes Wetter, wa?
fahren jetzt an dem Geflügten vorbei, wo Jens gerade fertig geworden ist. Gleich. Also einen Moment. Bisschen Kopfschmerzen. Oh, das ist schon. Zu wenig getrunken wahrscheinlich. So, jetzt haben wir eine Gerade. Jetzt werden wir, ich sehe den Chat nicht. Lesen. 2 Stunden. Ja, wir fahren jetzt auf mehrere Felder, Chat. Also wir werden nicht nur auf einem sein, wahrscheinlich sogar auf 3 Feldern heute noch. Das erste wird es an. Ja, ne, wir fahren erstmal auf die 16 Hektar. Fahren dann ab gegenüber auf die 27. Und fangen dann nochmal, ich glaube, der hatte 25 auf 27 circa. Oder wir fahren auf die 25, dann auf die 27. Wir werden jetzt auf 3 Feldern sein noch heute. Wir haben jetzt so für 53 Hektar mit. Warte mal, wir haben noch eins, was ich gerade vergessen habe. Ah, fuck. Nochmal 11 Hektar können wir auch machen. Das ist egal, müssen wir alle machen die Tage. Trinken nicht vergessen, ich muss wirklich, ich habe irgendwie Kopfschmerzen wie Sauna. Bewölkt, hat auch mal geregnet. Super Wetter heute. Hier links das große, was ihr hinten seht, was dunkel ist. Da werden wir höchstwahrscheinlich Mittwoch Weizen grillen. Letzte Weizenfeld. Hier links 36 Hektar, letzter Weizen dieses Jahr. Jens muss noch Vorgewinne einmal grubbern. Wir ziehen dann mit dem Grubber nochmal glatt alles. Der Rest ist aber schon geflügt, Vorgewinne, wie ihr seht. Wir fahren sogar zur Seite, sehr, sehr nett. Sind zu viel. Ich sag nicht, dass wir es zu Ende machen, Surf. Wir werden aber rauffahren. Nicht beenden, das ist mir klar, dass es zu viel ist. Keule, Alter. Aber wir werden es auf jeden Fall noch beginnen. Reichen wird es nicht, das weiß ich selber. Ja, wie gesagt, das Vorgewinde wird alles noch mit dem Grubber glatt gezogen hier. Aber 36 Hektar haben wir zu tun. Aber es werden wir brauchen den ganzen Tag, denke ich, bei dem Feld. Da werden wir den ganzen Mittwoch drauf sein, von morgens bis abends. Und dann sind wir mit Weizen durch. Das war's. Haben wir noch ein bisschen Roggen und dann noch 170 Hektar oder so, 160, 170 Hektar. Und dann gehen wir in den Winterschlaf. Dann spritzen wir die letzten Felder und dann war's das für dieses Jahr. Moin Moin! Gib mir mal ein Tempomat an, mal hier schön gerade und glatt. Ja, mit dem Hund. Ich hoffe, du hältst den. Ja, wir müssen eh in den nächsten 3 Tagen überall rauf. Deswegen Surf ist es an sich kackegal, wo wir jetzt anfangen. Laut dem Taschenrechner hast du heute noch 64 Hektar zu machen, laut dem Taschenrechner. Ja, aber wie gesagt, das eine machen wir morgen weiter. Das eine machen wir morgen weiter, Knallwurst. Ich kann ja nicht wieder zocken, ich gehe erst mal duschen. Das erste, wenn ich halt, auch wenn ich eine Schutzausrüstung anhabe oder irgendwas, alleine wegen den Kids, das sind nun mal gefährliche Mittel, wenn wir es pur haben, und ich muss es ja, ich bin ja pur mit denen in Berührung, und, also nicht in Berührung, wie gesagt, ich habe eine Ausrüstung, eine Handschuhe, Brille, Anzug, Maske, und
das Erste, was ich mache, ist aber trotzdem, ich gehe duschen, Chat. Ich gehe nach Hause, ich fasse auch die Kids nicht an oder nichts. Ich gehe straight zu der Dusche und dann sage ich erst Hallo. Aber heute Abend werden die Kids, glaube ich, schlafen, wenn ich zu Hause bin. Definitiv. Nee, keine Tiere und im Winter ist auf dem Feld. Ja, wir müssen noch mal rauf, weil wir die Feldgrenzen wollen mal beschneiden. Das heißt, mit einer Säge einmal lang drauf, überall einmal sauber machen. Das machen wir noch, ja. Wird aber, boah, weiß ich nicht. Müssen wir gucken, wenn wir Frost kriegen, passieren. Genau, und Maschinenwartung und Urlaub. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben im Winter Freischritt. Da ist ja einer von Peters Jungs hier unterwegs. Neu gebohrt ist. Ich darf sonntags arbeiten, klar. Ich darf nachts arbeiten, sonntags arbeiten. Auch keinen Fahrtenschreiber, so beim LKW zum Beispiel. Es ist wieder eingetroffen. Die ganze Zeit scheint die Sonne. Ich kneife die Augen zusammen. Ich setze eine Sonnenbrille auf und die Sonne geht unter. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ich brauche keine Sonnenbrille aufsetzen, Chat. Ja, das war das Rapsfeld, genau. Alvos. Jetzt fahren wir gleich. Ich überlege, ob wir hier anfangen. Ne, wir fangen auf der 16 an. Hier links, das werden wir morgen dann machen. Oder heute? Ich weiß noch nicht, werden wir mal schauen. Hier links, das können wir rein theoretisch machen, auch die erste. Hier hinter dem Haus jetzt. So. Ja, dann können wir safe machen. Ja. Machen erst die 16 hinten. Wettergott ist da. Das sieht gut aus links, ne? Was ihr jetzt durch die Scheibe schon sehen könnt. Ich glaube, das war morgen drauf. Hast du das, wenn es zu dunkel ist, ne? Hier muss man hochkommen, den Berg. Die Brücke. Zack, Sonne wieder da. Es wird so kommen, pass auf. 10 Minuten. Ich sehe es schon an der Wolke. Ah, hier hat ein bisschen zu tun jetzt. Wo wir heute die Drille, die Spritze so gesehen beenden werden, ist das grüne Feld. Könnt ihr das sehen? Wenn er hier so runter guckt, da werden wir den Rest ausbringen, denke ich heute. Bei mir ist alles gut, bei dir? Oh, fangen wir dann? Nee, fangen wir nicht an. So voll wie wir sind, machen wir erstmal ein gerades Feld. Ich habe alle Schlüssel bei Hamburgerin. Hamburger, Entschuldigung.
hier werden wir noch aufholen, aber später. Aus, wirklich. Außer der Müll, ne? Könnt ihr das sehen hier schon wieder? Die letzten Idioten, Alter. Wieder irgendeinen Müllsack auf den Acker geworfen. Hier ist mein Rapsjet. Hier vorne rechts. Könnt ihr so ein bisschen durchsehen. In der Bahn sieht das sehr gut aus, an der Straße hier vorne. Links wollen wir rauf. Das ist das Feld, was wir machen wollen. Im Gegensatz zu den letzten Jahren ist wirklich ein richtig schöner Raps geworden. Der hat seine Lücken, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem. Erste Bahn an der Straße, man, ist die erste halbe, die er irgendwie nicht so richtig genommen hat. Mit Müll wieder. Ach, die Menschen sind ein absoluter Schmutz, wirklich. Erste Feld, zweite machen wir hier vorne rechts dann. Überall Müll, da liegt eine Pfandflasche, hier liegt überall Müll. Macht man nicht, oder Chef? Werft ihr Müll aus dem Auto, macht man einfach nicht, Alter. Wirklich, ohne Scheiß, ist an jedem Rede, Rastplatz und überall sind Mülltonnen. Ne? Macht man einfach nicht. Leg mir auf, ne? Johnny Johnson, vielen, vielen lieben Dank für deinen Sub. Dankeschön. Macht man auch nicht mit Zigaretten. Nee, aber du, wir hatten auch schon Ackerbrand, weil Glimmstängel aus dem Auto geworfen wurde. Ne? Alles schon vorgekommen. Im Hochsommer. 3 Wochen, 4 Wochen kein Regen gewesen. Ne? Vorlage verwenden. Das hier ist Wernitz. Wie habe ich das genannt? Wernitz 16 wahrscheinlich. 16, 12, 1. Wir klappen aus, Chat. Cooles Bild gerade, war Chat. Schöner Himmel. Nee, EK, das wird. Wenn das einer macht, dann insgeheim und dann hörst du dann im Jahr davon. Ja klar, also mitgedrillt, ich habe ein bisschen spät ausgesetzt, da, wie du siehst. Immer beim Aussetzen habe ich die Krankheit, innerlich zu spät auszusetzen letztendlich. Ja. Hier stehen Schilder, hier wächst dein Essen und es ist den Leuten trotzdem egal, Level, kann ich mir denken, oder? Noch nichts. Also Mähdrescher hat öfters mal gebrannt schon, konnten wir bis jetzt alles löschen, aber. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nie der Außenkante passt. Ach meinst du, ach hier, doch, das funktioniert auf einen Meter, auf einen Zentimeter mit der Außenkante. Hier könnte ich dir rein theoretisch zeigen, ich könnte mit Kontur fahren hier. Ich drill halt im Vorgewende auch mit GPS, ne, die Kontur. Und so drillen wir eine Fahrspur gleich mit rein, wenn wir sparen können, warum nicht, weißt du? Machen wir auf, ich habe ein Feld, das gehört eigentlich dazu, da mache ich es nicht. Ansonsten auf jeden Feld Vorgewende mit. Ehrlich gesagt. Ich kann jetzt hier auf dem Monitor gern zeigen, warte kurz, erstes Bild. Da siehst du auf der Linie, dass ich an der Außenkante bin. Direkt, 1:1. Wir fahren los, Chat.
habe den Höhen, die Höheneinstellung noch nicht drin. Jetzt macht er automatisch auch hinten die Höhe. Abgeht die wilde Fahrt. Ja, guck, es funktioniert. Also wirklich auf den Centi. Und selbst wenn ich mal ganz kurz rüberrutschen sollte, gehen bei mir die Düsen aus, wegen Einzeldüsen, weißt du? So, Bock drauf. Ich glaube, einige haben auf die Map, hätten auf die Map Bock drauf. Da fällt sie gut aus, ne? Wieder. Wie gesagt, ich habe hier mal, das ist halt eine Macke von mir, ich setze ein bisschen spät aus. Setze dafür aber zu spät auch ein. Das heißt, da habe ich Lücken auch da links. Wir werden locker. Chat, was meint er, wie viele Kontrollfenster haben wir drin hier? Ich sag mindestens eins. nee, jetzt lenke ich selber. Ich lenke vorgewendet. Ich könnte ihn jetzt automatisch lenken lassen, aber ich lenke halt liebend gerne selber einfach mal eine Runde. Ne? In der Bahn machen wir mit GPS. Die Spuren fahren wir mit GPS weiter. Ich sag mindestens, also bis jetzt ist noch keins gewesen. Ihr seht es ja auch hier links. Bis jetzt noch keins. Antwort genug, oder? Antwort alle. Antwort ist alle. Eine pro Spur. Ey, bis jetzt war noch nichts, ne? So, ich muss ein bisschen mehr trinken, Chat. Ja, hinten, die Hinterachse ist gelenkt bei dir. Auf der Straße, wenn ich voll bin, mache ich das aus, weil es sonst zu doll schleudert irgendwann. Bei dem Gewicht auch nicht so geil ist für die Achse. Aber auf dem Feld mache ich es an. Außer wir fahren rückwärts. Hello back from Germany, my friend. Spritze lenkt mit, ja. Aber nicht beide Achsen. Drohne dabei, aber kein Akku-Kühli. Morgen gibt es wieder Akkus. Ich lade die heute Abend, wenn ich zu Hause bin. Versprochen. Ich habe die gestern den Rucksack nur weggeworfen. Habe dann gechillt und habe es vergessen, heute wegen dem Kochstream zu laden, wenn ich ehrlich bin. Hier zum Beispiel haben wir komplett überlappt hier. Das heißt, ich muss mal selber kurz gucken. Wir müssen hier mehr an. Ein Akku kostet 180 Euro. Die sind schweineteuer. Ich habe mir ja schon einen gegönnt letztes Jahr noch. Aber ich ehrlich gesagt, mir reichen auch, wenn ich euch zweimal am Tag Drohne mache, reicht das vollkommen aus, Chat. Wirklich. Man muss doch nicht übertreiben. Ich muss auch immer anhalten, aussteigen, machen, tun. Ne? Ich glaube, da seid ihr mehr als zufrieden mit zweimal am Tag. Ich mag es auch, wenn es abends zum Beispiel, wenn es die Sonne gut steht. Ne? Was gab es heute im Kochstream? Eine Karottenkürbis-Ingwer-Suppe. Und danach hatten wir Kürbisrisotto mit Lammkarree und gebratenen Rosenkohl. Das war der Kochstream heute bei mir im Stream. Heute Vormittag. So, ich habe jetzt ausgemacht, absichtlich. Wir fahren nämlich zurück bis zur Kante. Chat. Hinterachse mache ich jetzt starr. Das Ding ist für die Hinterachse zuständig. Dann geht es rückwärts. Jetzt ist es dicht. Da kann sich nichts eindrehen. Wir müssen die ein bisschen eindrehen wegen den Masten. Jetzt seht ihr, die schaltet auch erst da ein, wenn wir auf dem Acker sind. Den Rest macht sie aus noch, oder lässt sie aus. Nee, die sind immer noch nicht vorbei, ehrlich gesagt. Wenn die oben ist, kannst du auch nicht sehen, glaube ich. Wenn da Connect steht, dann ist die vorbei. Aber wir sind noch ein bisschen unterwegs. Also nicht lange, weil eine halbe Stunde oder so. Warst du schon mal auf dem Feld, wo ich nur faul rumgesessen habe, Jens? Ja, da müssen wir das Vorgewänder einmal neu machen. Irgendwie da irgendwas schon wieder komisch. Er wächst da nicht so schön, das mache ich alles nochmal neu ganz schnell. Jedes Mal krass Dinge zu gucken. Freut mich. Also wer wissen will, was wir heute gekocht haben, Ausrufezeichen Insta. Da das Bild, was ich heute hochgeladen habe, war der Kochstream heute Vormittag. Hinterachse wieder lenkbar machen. Ne? Einmal nach vorne drücken das Ding, damit sie jetzt doch schön mitlenkt.
Ey, wir haben noch kein. Ah, scheiße, ich sehe die ersten Kontrollfenster, shit. Ich wollte gerade die Fresse aufreißen. Ich sehe es von hier schon. Ich glaube, hier sogar schon. Wir haben das erste Kontrollfenster gefunden. Wann hast du gedrillt? Hier vor 3 Wochen, 3,5 Wochen circa. Würde ich sagen, ich weiß es nicht. Muss ich im Betrieb ins Buch reingucken. 3 Wochen? Warte mal, meine war 2 Wochen kaputt. Ja, 3 Wochen circa. $950 Ackerland, ein bisschen Grünland, aber es verpachtet, das Grünland. Oh, Chat, wenn wir jetzt gleich gegen die Sonne fahren, wird es eine 1 von 1, ne? Eine 10 von 10, sorry. Was für ein Fenster, pass mal auf. Das nennt man Kontrollfenster oder Drillfenster. Siehst du das hier? Da ist keine Saat drin, da habe ich die Drille zu spät angeschaltet. Bei mir ist immer, ich schalte immer zu spät an. ist das erste. Ich sehe noch eins. Da wächst halt nichts. Das ist ja eine Nullpart, da ist nichts. Da ist kein Saat im Boden drin. Also eine Luke. Also ein Drillefahrer, der nichts kann, sozusagen. Für die Frau. Ja, habe ich schon geschickt. Das vorhin, aber das wird jetzt besser gleich. Gedrillt hier mit Federstadt Spirit. Chat. Ist meine Seemaschine. Gut zur Lücke. Flo, dir auch, mein Lieber. Oh Gott, Alter. 1, 2, 3, 4, 5. Das verwechselt, Chat. Eigentlich müsste ich mit dem Eimer mal loslaufen, ne? Ach du Scheiße, was war hier los? Das war wahrscheinlich ganz spät abends im Dunkeln, oder? Ich weiß gar nicht, wo wir drauf waren. Das beruhigt mich etwas. Wieso machst du das Gleiche? Ja, ihr seht, ich beim Rausfahren, guck mal, wie lange ich die Drille, oder wann, nee, doch beim Rausfahren, wie lange die Drille noch nachläuft, ne? Reinfahren ist halt ein Witz, ne? Kannst nicht ändern. Sagen wir, es war dunkel, es war sehr, sehr dunkel. Vor allem, wie weit hier, wie spät habe ich denn da eingesetzt, Alter? Den Fahrer müsste man rausschmeißen, sag ich dir. Weg mit dem. Kündigung ist schon geschrieben, ne? Die Kündigung für den Typen ist schon raus. Kommen die Pflanzen da wieder, wo du gefahren bist? Nein. Da sind nicht mal welche gesät an sich. Also in der Bahn wirst du gleich sehen, da sind keine Pflanzen im Boden, die ich gesät habe. Anzeige ist raus, Mokastier, der ist so gut, das ist der Beste. Crossi. Deswegen habe ich den reingemacht, weil ich den mega fand. Boah, Chat, das wird gleich mega werden, ne? Pass mal auf jetzt. Schade, Alter, dass ich die Drohne heute nicht bei habe. Alter, sieht das gut aus, ne? Ich könnte mir jetzt einen Sack mitnehmen und da müssen wir es hinwerfen und einjäten, ja. Da fragst du dich, wie die Drille kaputt. Na, habe ich hier schon Öl? Ich glaube, hier hatte ich schon Öl nachgedrückt, ne, Chat, in meine Drille. Ich glaube, ja. Ausrufezeichen PSM. Ich sehe gar nichts. Die Sonne ist wieder da, Chat. Ich habe nur meine Klappe gehalten. Oh, war da hier immer schon Probleme? Nee. Nicht, dass wir uns jetzt noch festfahren. Nee. Das wäre es jetzt, ne? Auf den Sonntag, ehrlich gesagt, abschließen, abhauen und das war's, ne? Anrufen die Frau, bitte abholen. Alles Wertvolle mit raus.
deswegen dreht der Chef selbst. Das ist, was ich sage, ich kann auf keinen sauer sein, ne? Ich war es selber. Die Scheiße habe ich verzapft. Geld, Tja, okay. Ich muss hier mal ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Ja, ich lenke das Ding noch nicht an, weil ich die Spur noch schon vorgeladen habe für drinnen. Allrad ist an. Ohne Allrad wäre ich da vorne schon nicht hochgekommen. Mir geht's super, Johann. Mir geht's dir? Kopfschmerzen gehen gerade weg. Ein bisschen was getrunken. Zwei Hilfsarbeiter in Engenfeld ziehen und dann nachfüllen. Ja, du könntest hier ohne Probleme Traktor rauf und es ein. Macht aber kein Mensch, ehrlich gesagt. Nicht PSM. Ist hier nicht PlayStation Store, oder? PSM. Schon gut aus, ne? Ich kenne es so, hier ist eine raus. Oh ne, schade, jetzt ist die Sonne weg. Freut mir, dass ich auch wenn Sonntag ist, die Woche jetzt noch aufgekommen bin hier. Das war jetzt, wenn wir fertig sind nachher, haben wir fast 100 Hektar heute noch geschafft. Einfach mal so ab 13 Uhr oder wann das war, 14 Uhr. Sind jetzt 4 Stunden dabei und haben jetzt schon über 50 Hektar weg. Ich habe mal Tunnel in Ohren gehabt, ganz große, also 21er oder 22 mm. Das ist die Gerste, genau. Nächste Feld ist da drüben. Andere Straßenseite. Müssen wir nur zusammenklappen, wieder aufklappen, sind wir da. Kommen wir leider nicht breit rüber. Wintergerste. Toms Panzer. Ausrufezeichen PSM. Broadcast Duo ist das. Pack. Wir müssen mal gucken, ich nehme wahrscheinlich die nächste Spur jetzt, weil ich hier nicht. Ja, ich fange jetzt mit der nächsten an, nicht wundern. Ich komme jetzt nicht rum links. Könnt ihr auf dem Monitor sehen, ist zu steil. Ich nehme die nächste jetzt einfach. Einmal rum. Fertig. Wir nehmen jetzt einfach die und kommen dann links aber zurück mit der. Jetzt fahren wir mit Lenksystem. Genauigkeit könnt ihr sehen. Jetzt ist vorbei. Wollen wir ein bisschen 90er hören? Der Knallwurst hat sich das gewünscht. Ich habe da nichts dagegen. Ich bin eigentlich eher für 2000er sogar, aber wir können eine Runde 90er hören. Denkst du, die bauen das GPS 1 zu 1 in S? Wird irgendwann kommen, ja. Erst recht da Giant, der sehr eng mit Klaas zusammenarbeitet. Alter, sieht die Aussaat richtig geil aus. Mit einer kaputten Drille, Tobi, mit einer kaputten. Warte mal ab, wir fahren morgen. Morgen fahren wir auf die ersten mit der Amazone, mit der Cirrus gedrillten. Die sehen auch richtig geil aus, ne? Schade, dass die Sonne jetzt weg ist. Wenn wir zurückkommen und hätten gegen die Sonne geguckt, das sieht so krass aus, ne? Ist neu, Tom. Es wurde uns empfohlen von Syngenta. Trimmer ist klar, ist Pointer letztendlich. Das andere ist neues Zeug, keine Ahnung. Die nennen ja jedes Jahr ein neues Pack, ne? Wir haben die Jahre davor auch Baccarat gemacht. Davor. Nee, letztes Jahr hatte ich... Oh, ich kann mir es gar nicht mehr merken, weil wir viel ausprobieren auch. Ich will dieses Jahr von Bayern noch ein neues ausprobieren. Ich kann mir die Namen auch nicht merken, bin ich ehrlich. Ich bin auch gespannt auf 60 Hektar. Das sieht nicht so gut aus, Tobi, bin ich ehrlich. Da haben wir einige Rillen drin. Da war noch nicht alles top eingestellt, ehrlich gesagt. Ich hole nochmal hinein, ich Baumlutscher, warum? Trinity hatten wir letztes Jahr. Dankeschön. Danke. Ja, Trinity war letztes Jahr.
Mein Vater probiert immer gerne mal, der hatte mit dem Syngenta-Typen abgequatscht und hat sich da 300 Hektar überhelfen lassen, ne? Ja, warum nicht, ne? Adama-Trinity. Pappiges Zeug, ja, das ist dieses Orangene, ne? War das nicht das Orangene? Im Frühjahr nochmal herbezieht? Eigentlich nicht, ne. Eigentlich nicht. Wenn wir jetzt im Herbst durchkommen, reicht es meistens für, oh, wenn er Zeit macht für uns, dass wir im Frühjahr nicht mehr spritzen müssen. Dieses Jahr musste ich viel spritzen, weil ich letztes Jahr nicht mehr auf den Acker gekommen bin und da ein bisschen geschlampt hatte, bin ich ehrlich. Und früher spritzen ist auch nicht so toll, bin ich ehrlich. Also probiert es so im Herbst. Besser kriegt das nicht hin. Die Rapsfelder kommen mir nicht mehr auf. Die sind fertig. Vorauflauf und da ist alles durch. Raps dieses Jahr werden wir nicht mehr rauffahren. Stomm Aqua. Ja, schade. Ich weiß nicht, die Sonne kommt vielleicht noch einmal kurz durch gleich. Hier die guten Kontrollfenster, Chat. Hier zum Beispiel kuppel ich immer ein bisschen rein, also ich gehe jetzt auf die Kupplung, damit wir langsamer werden. Der Tempomat bleibt drin, ne? Aber sonst wackelt das Gestänge bei 36 Meter mal so doll. Morgen weiter spritzen, 36, nein, morgen spritzen, Tobi. Wenn's Wetter passt, morgen weiter. Meine Rede, mach endlich ein Bild. Ja, es sieht halt. Ja, wir brauchen Sonne, Chat. Das Geilste ist, gegen den Feld zu gucken, wenn Sonne kommt, ne? Ein Lärchenfenster, das macht der einfach. Oh, Scheiße, Alter. Ja, ich hau euch das mal in eine Insta-Story, ja, Chat. Sieht vielleicht noch ein bisschen anders aus als von eurer Perspektive. Kommt in eine Insta-Story. Obwohl, nee, da sieht es davor besser aus. Das nehmen wir. Also, ich habe kein Snapchat, nein. Und kein TikTok. Ist so Bürsten, ne? Kein Kontrollfenster beim Ausheben, fallen noch Körner raus. Ich weiß. Deswegen ist bei mir beim Ausheben auch nur so viel, was nachläuft, ne? Ich weiß. Ich setze halt einfach zu spät ein. Das ist so mein Fehler, den ich oft mache. Oder nur mache, oft. Ich bin halt geizig. Ich gucke dann auf meinen Monitor, denke mir jetzt einsetzen. Und ihr seht, wir überlappen ja eigentlich immer. Das ist das, was ich immer sage. Guckt nicht so genau auf den Monitor hier. Ja. Du hast kein TikTok? Nein. Er hat nur OnlyFans. Aufgehörte Folge hatte verblieben in größer Wohn. Trotzdem glaube ich, kommt keiner. Kommt noch keiner, ja. Die Kleinhöfe machen nach und nach dicht oder gehen in den, nicht mehr in den Haupterwerb. Ne? Ein wunderschönes. Ja, könnt ihr euch angucken auf Insta. Aus wird dein Insta. Ihr seht jetzt auch, die Hälfte der Spritze ist aus, weil wir überlappen jetzt zur ersten Bahn, wo wir schon waren. Ach, halt die Klapperskala. von Nadine. Eindeutig von Nadine, John. Moin, moin, Multisyn. Steht das Getreide gut? Ja. Super. Wirklich top. Aber wir hatten jetzt so dauerhaft Regen, ne? Wir haben selbst, zeige ich euch beim nächsten Feld, da fahren wir doch so weit runter und wieder hoch. Da haben wir so leichte Lehmkuppeln und wenn wir da nicht dauerhaft Lehm kriegen, dann wächst da nichts. Selbst da ist jede Pflanze aufgegangen anscheinend, weil wir Wasser hatten. Chat, Musik okay? Eins in den Chat. Nicht okay, zwei.
Ich finde, man kann es mal hören. Die lassen wir jetzt aus, waren wir schon. Da haben wir hier einen Fahrgassenfehler. Ah, das wird ja heute noch, ne? Schön Fahrgassenfehler gefunden. Die meisten feiern es. Alles gut, Fahrgasse passt. Sonst hätten wir jetzt hier nicht reinlenken können. Noch am Arbeiten, Sven, ja. Ich mach die noch fertig, dann ist Feierabend. Mir ist kalt grad. Ach, Karin, warst du schon drauf auf dem Getreide? Total, wenn neue, ich finde das super, weiter so. Wir brauchen euch. Dario, mein Lieber, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Kann es sein, dass es ein bisschen weich ist, weil wir so eine Spuren ziehen? Ich kann dir sagen, die Spuren sind noch nicht doll, ne? Also das ist auch gar nicht. Das ist einfach nur ein Profilabdruck. Ich habe schon mal mit Schlupf gespritzt, sagen wir es mal so. Ein bisschen durchgedreht, ne? Krank zu Hause, was hast du, mein Lieber? Gute Besserung erstmal. Ich lasse die Cam mal ganz kurz so, dann seht ihr das Ein- und Ausschalten, wenn wir in die nächste Bahn reinfahren. Da haben wir nämlich eine leichte Schräge sozusagen. Magen-Darm, oh Alter, hau ab. Liest du auch Insta-DMs? Ich lese sie und die Antwort auch. Meistens. Ich habe zu dem Wasser-Tobi noch was dazu gemischt. Das war, als ich im Betrieb war. Da habe ich noch was reingemischt, wo ihr kurz im Pausebildschirm wart. An anderthalb Jahren bin ich dreimal stecken geblieben jetzt. Mit Streamen dann halt auch. Es passiert das ein oder andere Mal. In nassen Jahren passiert es noch öfter. Ne? Erst recht im Frühjahr mit Spritze kann es vorkommen, dass wir uns mal das ein oder andere Mal festfahren. Ihr müsst morgen auch nicht auf. Pommes mit Senf. Pommes mit Senf, Olli? Boah, da zeige ich euch das auf der nächsten Bahn. Ich habe LEDs am Gestänge, ja. Wir können, wenn es dunkel wird, Licht anmachen hinten, damit wir den Spritzkegel sehen, ob irgendwas verstopft ist oder irgendwas kaputt ist. Eine Düse kaputt gegangen, verstopft. Haben wir Beleuchtung dran, ja. Steckenbleiben gehört dazu. Oh, Fahrzeug versinkt das. Ich sag mal, wer nicht stecken bleibt, fährt nicht am Limit. Ne? Und jetzt seht ihr, wie die einschaltet und dann immer mehr freigibt, weil hier sind wir schon rumgefahren. Jetzt seht ihr, eine nach der anderen schaltet frei. Im Dunkeln sieht es ganz geil aus. Und jetzt gibt er gleich immer mehr frei. Jetzt sind alle frei. Ist schon eine schöne Sache, ne? Seht ihr im Dunkeln noch besser als jetzt sogar. Durch die Beleuchtung wirkt es, als wäre es blau hinten, dann durch das Wasser, durch die LEDs, weißt du.
was sind das für schwarze Tafeln? Das sind Hemmschuhe. Wenn ich an der Schrägen stehe und die abhänge zum Beispiel, dann ist das nichts anderes als so ein Unterlegkeil. Nur, dass du diese ausklappen kannst, weißt du, das sind Hemmschuhe. Nobel, nobel. Ja, wir haben die letztes Jahr gekriegt und ich konnte mir die zusammenstellen, wie ich sie wollte. Und habe gesagt, leck mich am Arsch, wir machen es jetzt richtig und nehmen Einzeldüsen und Beleuchtung mit rein. Das war mir ein ganz großer Wunsch, ehrlich gesagt. Der ist recht wichtig. Der liegt bei mir bei 75 cm circa, würde ich sagen. Circa. Ich könnte auch reingucken gleich. Es pendelt halt automatisch, ne? Servus aus Sydney, was machst du in Sydney? Abstand zwischen Düsen sind 50 cm. Düse für Düse. Wie breit ist die? 36? Ja, solange es. Die Sonne geht gleich unter, Chat. Guckt auf die Uhr. 19:30 ist dunkel, oder, Chat? Ja, ist so. Drei LEDs pro Düse machen echt Alarm. Nee, die waren noch günstig. Also, ich nenne die sogar einen Preistraum: 156k. Kostet so ein Ding neu. Teils. Ich habe LED-Beleuchtung einmal vorne, hinten, zweimal und der Rest ist normale Beleuchtung. Sonnenuntergang 18:22. Maddox, die eigentlich in die Richtung 75, so habe ich es mal nachgelesen. 50 oder 75, wie gesagt, der pendelt eh die ganze Zeit. Ehrlich gesagt, er trifft eh nicht immer diese Zahl. Der pendelt zwar, aber dauerhaft. Jetzt noch ein erstes. Das wäre geil, Tobi, aber ich weiß nicht, hat einer Erfahrung, was ein erstes System kostet? Also, ich weiß, Amazon bietet es, glaube ich, nicht an. Hätte ich in der Sonderausstattung gelesen, bin ich ehrlich. Doppelt ist mal so ein Dammern-Ding gerade. Habe ich so einen Zettel auf meinem, ich muss den mal abfotografieren oder euch mal mitnehmen. Ich habe so einen Zettel unten im Aufenthaltsraum liegen, weil im Büro bin ich gerade nicht viel. Ich komme morgens auf Arbeit, Aufenthaltsraum, schnell quatschen, Red Bull trinken, Zettel ausfüllen. Da steht die Felder, die ich gerade abhake. Ne? Das wird immer mehr und immer mehr, Chat. Also wir kommen Richtung Winterferien bei Herrn. Nichts verpasst, Mario. Gestern auch 12 Stunden mal los, im Dunkeln angefangen, aufgehört. Lieber draußen wie du, glaube ich dem. Ich fahre 9 km/h, glaube ich. 8, 9 km/h. 9. Kann sein, dass Düsen verschleißen? Ja, klar. Es gibt Keramikdüsen und Plastedüsen. Ich habe aber Erfahrung mit meiner alten Spritze gemacht und Düsen gehabt. Ihr müsst durch so einen Spritzentüffer durch. Das heißt, da werden die Düsen getestet auch. Ob die noch funktionieren, die Spritze noch mit der Ausbringmenge funktioniert, die muss alle paar Jahre zum Spritzentüffer. Ich glaube sogar alle 2 Jahre. Ne? Und ich hatte Plastikdüsen, die haben 6 Jahre durchgehalten. Ohne Probleme. Oh, das sind die Doppelflachstrahl, die ich gerade dran habe, Vinny. Ansonsten habe ich 7-Loch Lechlerdüsen für AL als Sohn, also Flüssigdünger. Ich habe noch einen Vorauflaufsatz von Syngenta damals geschenkt gekriegt für Colza Trio. Und ich habe noch IDK, normale IDK heißen die, glaube ich, noch dran. 950 Darion insgesamt. Kommt erst bei Feierabend. Tom, Tobi heute nicht. Ich habe einen 4er-Stock dran, nicht automatisch, war mir zu teuer. Ich drehe die per Hand schnell. Das war mir wirklich zu teuer. Wenn du alles durch hast. Ich habe noch 200 Hektar zu drillen, mein Lieber. Und auch noch fast 200 Hektar zu probern. Also Jens muss noch probern. Pauli, also noch kann er kommen. Noch hätten wir für den Serion Platz mit dem Grubber, ne? 200 Hektar haben wir noch. Ich habe jetzt nur wegen dem Wetter zur Spritze gewechselt, ansonsten würde ich weiter drillen. Aber die nächsten 3 Tage, also der heute, Montag, Dienstag, soll das Wetter so gut werden, dass ich Spritzen fahre lieber. Wir machen die Gerste, Weizen fertig, gucken den Roggen uns noch an, den erstgedrillten. Ach, hör auf, Tobi, ist absolut unangenehm. Da hören wir lieber ein bisschen 90er.
Ja, 16,08 Hektar. Wir haben nur noch drei vor uns. Es sind 16 Hektar fertig. Das war's einfach mal. Zusammenklappen, weiterfahren. Ja, meine Frau kommt gebürtig aus Dalgo, heißt es. Das ist bei Falkensee, Berlin-Spandau.